Pokémon-Spin-Offs waren schon immer was Besonderes, da sie meistens sehr stark von den üblichen Ablegern der Hauptreihe abweichen und etwas Neues versucht wird. Eines dieser Pokémon-Spin-Off-Reihen ist Poképark für die Nintendo Wii. Seit dem Release des letzten Ablegers sind jedoch schon 10 Jahre vergangen, was die Frage aufwirft, was wurde eigentlich aus Poképark? Released am 5. Dezember 2009, 3 Jahre nach dem Release der 4. Generation Pokémon Diamant und Perl, kam Poképark Pikachus großes Abenteuer nach Europa. Doch worum geht es eigentlich in Poképark? Story: Der Poképark ist eine in Zonen aufgeteilte Welt, in der Pokémon friedlich miteinander leben. In genau diese Welt werden Pikachu und seine Freunde zum Start des Spiels hineingestoßen. Ziel des Spiels ist es dabei, Mew zu helfen, 14 Stücke eines Himmelsprismas, das den Poképark beschützt, zu finden und zu vereinen. Im Spielverlauf durchläuft man dabei die verschiedensten Gebiete und trifft auf viele Pokémon, die man befreunden kann. Gameplay: Als Pikachu läuft man hier grundsätzlich durch die verschiedenen Zonen des Poképarks und interagiert mit den dort lebenden Pokémon. Die angesprochenen Pokémon wollen dann meistens eins von 4 Minispielen spielen, die da wären Verstecken, Fangen, Kämpfen oder ein Ratespiel. Gewinnt man ein Spiel, so gewinnt man auch ihre Freundschaft. Es gibt in diesem Spiel insgesamt 193 Pokémon zu befreunden. In jeder Zone gibt es dann auch noch einen großen Wettbewerb, die dann etwas komplexere Minispiele beinhalten. Gewinnt man diese, so erhält man einen Teil des Himmelsprismas. Ein wichtiger Teil des Spiels sind jedoch die eben genannten Wettbewerbe. Das Spiel besitzt insgesamt 14 dieser Minispielwettbewerbe, die allesamt Highscore-basiert sind. Da gäbe es zum Beispiel den Lianenhop mit Bisaflor, in dem man versucht, so weit wie möglich von der Liane abzuspringen, oder die Pistenhatz mit Empoleon, wobei man versucht, so schnell wie möglich eine Eispiste hinunterzurutschen. Spielwelt: Die insgesamt 8 Zonen sind hierbei aufgeteilt in verschiedene Themen, die meistens in Verbindung mit einem oder mehreren Pokémon-Typen stehen. So trifft man in der Eiszone auf, wer hätte es gedacht, vor allem Eis- und Wasser-Pokémon. Die Spielwelt ist einer der größten Punkte, die für das Spiel sprechen. Da wären zum Beispiel das Grasland der grünen Zone, die sonnigen Strände der Strandzone, die Spukzone, die steinige Höhlenzone und die feurige Magmazone, die antike Steinzone und die kleine Blumenzone. Mein Favorit ist hierbei aber die wunderschöne Eiszone, die mich immer an Weihnachten erinnert. Vor- und Nachteile: Poképark hat einen mega Soundtrack und ist zudem sehr hübsch für ein Wii-Spiel. Ebenfalls haben alle Pokémon in der Welt eine gewisse Persönlichkeit, was dem relativ langweiligen Gameplay-Loop gut überschattet. Eine Sache, die aber nicht überschattet werden kann, ist die grottige Steuerung. Aus irgendeinem Grund hat man sich dazu entschieden, keinen Nunchuck zu benutzen, sondern einfach die Wiimote horizontal, was in einem 3D-Game die absolute Hölle ist, aber naja, was soll ich machen? 3 Jahre später kam aber schon der nächste Teil. 2 Jahre nach dem Release der 5. Gen erschien dann auch Poképark 2, die Dimension der Wünsche, am 23. März 2012 für die Nintendo Wii. Story: Pikachu ist hierbei zusammen mit seinem Freund Plinthar in einen neuen Poképark gereist. Sofort sind sie von dem sogenannten Wunschpark dort fasziniert. Der Wunschpark ist ein Ort, wo der Spaß nie aufhört. Er verbirgt jedoch ein dunkles Geheimnis. Pikachu und Plinthar finden mit der Hilfe von Otaro heraus, dass die Pokémon, die den Wunschpark betreten, ihn nicht wieder verlassen können, wenn sie von dem Kuchen essen, den man dort gewinnen kann. Schütternd ist hierbei das legendäre Albtraum-Pokémon Darkrai. Ziel des Spiels ist es daher, dass man den furchtbaren Wunschpark, der viele Pokémon verrückt macht, wieder in denselbigen wie vor der Zeit Darkrais verwandelt, um die Pokémon zu befreien. Um das zu erreichen, muss man jedoch erst die Portale zu den verschiedenen Zonen des Wunschparks finden und die dort befindlichen Zonenmeister besiegen und danach die jeweilige Wunschglocke läuten, um die Pokémon wieder ihren eigenen Willen zurückzugeben. Neue Features: Das Spiel ist im Grundprinzip genau gleich, jedoch gab es einige neue Features. Die größte Neuerung war jedoch die Möglichkeit, anstatt Pikachu noch 3 weitere Pokémon zu spielen, nämlich die Starter der 5. Gen, Floink, Serpifeu und Otaro. Durch sie erlangt man im Spiel neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel Schwimmen mit Otaro, Höher springen mit Serpifeu und Steine zerschlagen mit Floink. Außerdem war es nun möglich, im Kampf gegen andere Pokémon einen Typenvorteil auszunutzen, aber sonst hat sich eigentlich so gut wie nichts geändert. Spielwelt: Auch hier ist die Spielwelt wieder in Zonen unterteilt, die sich alle optisch und thematisch voneinander unterscheiden. Es gibt die sonnigen Strände und die Hafenstadt des Hafenbezirks, das idyllische Grasland des Florabezirks, das auf der einen Seite trockene und auf der anderen Seite kalte Gebirge des Felsbezirks, die Abstellgleise des Rossbezirks mit einem geheimen Forschungslabor und natürlich den namensgebenden Wunschpark.
Meine Lieblingszone sind hierbei die Abstellgleise des Rossbezirks, die durch die verschiedenen Rossfarben und den orangenen Abendhimmel einfach irgendwie wunderschön wirken. Vor- und Nachteile. Poképark 2 macht gewisse Dinge besser als sein Vorgänger, jedoch gibt es nun viel weniger Wettbewerbe als im ersten Teil. Wobei es im Poképark 1 14 Minigames gab, gab es im zweiten Teil nur noch 4 Stück. Was dazu führt, dass Poképark 2 in gewissen Stellen noch weniger Abwechslung bietet als sein Vorgänger. Poképark 3. Ein neuer Teil scheint nicht in Aussicht zu sein. Ein starkes Indiz dafür sind die Verkaufszahlen der ersten beiden Teile. Poképark 1 hat sich dabei 1,25 Millionen Mal verkauft und Poképark 2 nur noch 0,75 Millionen Mal. Wobei wir dann insgesamt bei 2 Millionen verkauften Einheiten wären. Vergleicht man diese 2 Millionen mit den Hauptspielen der Reihe, zum Beispiel Pearl, Diamant und Platin, die ungefähr insgesamt auf 25 Millionen verkauften Einheiten kommen, zeigt sich schnell, warum bis heute kein neuer Poképark-Teil herauskam. Allerdings gibt es viele Fans, inklusive mir, die unbedingt einen neuen Teil wollen oder sogar brauchen. Jedoch scheint es momentan so, als wäre der Poképark für immer geschlossen.